Da hinten ist gerade noch Dani Parejo lang gegangen. Ola aus Villarreal. Nach einer, naja, für Real Madrid nicht ganz so schönen Partie, aber für alle hier, die sind ordentlich ausgerastet bei dem, was sie da gesehen haben. Ich sehe gerade hier, das sieht irgendwie alles anders neu aus auf Twitch, aber ich hoffe, ich bin mittlerweile live und das klappt. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier Chat ausblenden, nö, Chat einblenden. Aber vielleicht ist einfach auch noch keiner da. Ich versuche nur mal hier ein paar Schritte zu machen. Aber ich fürchte fast, dass das gar nicht geklappt hat, oder? Ist jemand da? Da kommt doch schon eine Nachricht, na Gott sei Dank, I love Real Madrid ist dabei. Ja, willkommen hier aus Villarreal. Ein kleines Städtchen, 50.000 Leute sind da und irgendwie die Hälfte der Stadt passt hier rein und die waren auch fast da und haben für Stimmung gesorgt und haben die gleiche Energie gebracht auf den Platz wie die Mannschaft auch. Villarreal war heute deutlich überlegen hinsichtlich Energie, Bissigkeit, Galligkeit. Ancelotti hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, Villarreal hat auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt und mit diesem Niveau konnten wir nicht mithalten. Also das sind ja schon mal deutliche Worte im Sinne von, wir waren heute nicht gut genug. Da hat Ancelotti klar die Niederlage eingeräumt, logisch, das ist verdient. Villarreal hat mehr gemacht. Es gab Chancen auf beiden Seiten, ja, Real Madrid hat auch einiges, Vinicius verballert, Benzema auch. Aber am Ende trotzdem hat auch Villarreal seine Chancen. Da hinten gehen noch ein paar Spieler raus von Villarreal. Dort ist immer noch Trubel eben. Parejo auf einmal neben mir aus der Tür rausgekommen und ich dachte schon, alle Schürzen zu mir. Nils Kahn, nein, zu Dani Parejo. Das ist auch ein richtig giftiger Spieler, den man auch nicht haben will als Gegenspieler. Jetzt geht's da hinten los. Ah, umso besser ist hier der Empfang besser. Jo, viele sind schon da. Ola, 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 ola. Hoffe nach der Saison kein Ancelotti mehr. Oh, Kalmer, Kalmer. Noch sind wir punktgleich Tabellenführer. Barca muss auch erstmal bei Atletico gewinnen. Jetzt heißt es hoffen wir auf Atletico. Ah, das tut schon auch weh. Und ich habe da wenig Hoffnung. Also ich glaube nicht, dass sie so mit dem Messer im Mund gegen Barca spielen, wie sie gegen uns das immer tun. Aber mal schauen. Immerhin, Stream scheint ja schon mal zu laufen. Das ist ja schon mal ganz gut. Parejo war überragend. Ja, überragend, aber eben wie gesagt auch sehr, sehr giftig und gallig. Ein ekliger Gegenspieler, der auch ein bisschen die Mindgames gegen Vinicius gewonnen hat. Also da auch hinsichtlich provozieren. Immer noch so am Rande, dass er immer noch einen mitgibt, wo man irgendwann auch mal mehr über Fouls oder Karten reden könnte. Aber ja, alles noch im regulären Bereich. Von dem her kann man da jetzt nicht viel. Sie haben alle ein sensationelles Spiel gemacht, die Gelben und die Weißen waren halt nicht ganz so gut, hatten nicht ganz so viel Lust heute auf Kampf und Fußball und sich irgendwie das Trikot verdienen, bla. Ja, aber sollte dann halt nicht sein, sowas kommt auch. Jetzt suche ich hier schon langsam mal, ich habe hier noch einen Freund. Guck mal hier, Tiki-Taka, was ist das denn hier? Tiki-Taka hier in Villarreal. Wenn ihr das seht, nette Bar, aber ich suche noch eine andere Bar, weil mein Freund Olivier läuft auch hier irgendwo rum. Er hatte doch gemeint, er wäre hier in einer der Bars, aber er hatte mir einen Namen geschrieben, wo ich mich, die Bar finde ich jetzt nicht, naja. Hakimi muss zurück, Parejo und Gerard Moreno, ihre Fouls an Rüdiger, ja, wie gesagt, das war schon alles immer ziemlich am Rande der Legalität, aber so kannst du auch gegen Real Madrid gewinnen. Man hat Gutierrez gegen lassen mit diesen Verlon Mondi hat heute einen katastrophalen Fehler gemacht und dazu auch kein allzu gutes Spiel gemacht, aber ich bleibe dabei, nach Jahren von Roberto Carlos und Marcelo war es klar, dass man da jetzt nicht den nächsten überragenden offensiven Linksverteidiger haben wird, sondern dass man es dort erstmal wieder defensiv versucht. Du brauchst auch ein paar Spiele auf dem Platz, die defensiver denken, dafür muss dann halt der Rechtsverteidiger offensiver denken. Das ist ein Militao natürlich nicht, der heute nur ausgeholfen hat. Mondi ist für mich trotzdem ein guter Spieler, auch wenn natürlich, einerseits, wenn du einen Vinicius vor dir hast, dann muss auch einer mehr die Linie halten und hinten kommt noch ein Morales raus, hier, was denn hier los? Muss einer mehr die Linie halten und ein bisschen sicherer stehen. Und deswegen ist Mondi durchaus noch, hat natürlich noch das Real Madrid-Niveau, aber es braucht halt mehr, ja, mehr Alternativen auf der Bank, ob das dann Fran Garcia wäre oder Miguel Gutierrez, was anderes. Und eben rechts, also auf der Rechtsverteidigerposition, dort herrscht ja genauso Bedarf, dass man dort sich endlich irgendwann mal um den Hakimi bemüht, auch wenn das bestimmt noch 2 Jahre dauern wird, bis man den von PSG loseisen kann. Man könnte Fran Garcia für 5 Millionen zurückholen, genau. Das, ja, ich schätze mal, das ist auch eine sehr heiße Option, war ich eigentlich jetzt schon im Sommer von ausgegangen, dass das passieren wird, aber mal schauen, was meinst du, was das Problem ist momentan? Problem momentan, vor der WM war es natürlich noch der Vorwurf, dass manche Spieler noch die WM im Kopf haben und irgendwie nicht so richtig konzentriert sind oder keinen Bock haben, was auch immer.
Problem. Heute war einfach die Intensität war vom Gegner viel höher. Auch was Villarreal so an Läufen gemacht hat auf dem Platz, wie sie Real Madrid teilweise schwindelig gespielt haben. Natürlich auch diese Schwachstelle ausgenutzt haben. Militao rechts, plus auch Rüdiger innen, die noch nicht so die gute Abstimmung haben. Da war ständig Terror mit Pino und auch Manchukwueze auf der Seite. Dann kommen natürlich auch unglückliche Momente dazu. Wenn Mondini den Fehlpass nicht macht, was passiert dann? Wenn Alaba anders auf den Ball fällt, was passiert dann? Also macht dann Villarreal trotzdem seine Tore, weil Courtois wieder einen guten Tag hatte. Das ist egal, weil Villarreal hat sich die 3 Punkte heute verdient und Real Madrid hat er nicht wirklich ein Pünktchen verdient. Aber das Problem, der Gegner wollte einfach besser, das kommt vor. Bei mir schrillen da jetzt noch nicht die Alarmglocken, auch wenn natürlich, wenn wir zurückgucken auf Girona und Rayo, was da so alles war. Die Offensive muss einfach wieder ihre Tore machen, wenn das wieder klappt, weil ein paar Chancen gab es, sieht das schon besser aus. Ja. Ancelotti kann die Saison noch ordentlich zu Ende bringen, im Sommer Tuchel oder Pochettino. Ja, Pochettino ist ja schon immer mein heißer Call-Kandidat für irgendwann mal. Solange der frei ist, muss man ihn auf dem Fokus haben, aber... Tuchel ist, glaube ich, hat ein zu großes Ego oder ist zu schwieriger Charakter, als dass man sich um den bemühen kann. Ich wundere mich gerade. Jetzt finde ich meinen Kumpel Olivier doch nicht, aber vielleicht ist der so clever und schaut den Stream und weiß, wo ich zu finden bin. Mir war der Puerta 21 auf der Seite. Mal schauen, mal schauen. Es kommt aber zu oft vor, dass der Gegner besser ist. Ja, Hassan, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Gegen Rayo und Girona war das der Fall. Da eben noch mit ein bisschen WM-Schonung und eben auch Sand im Getriebe in der Offensive, sprich Chancen wurden vergeben, die wenigen, die man hatte. Bestimmt auch ein bisschen Flexibilität, dass man nicht öfter mal mit einer Doppelspitze versucht, je nachdem, was man an Material zur Verfügung hat. Das Material ist ja irgendwo auch überschaubar, ist immer wieder bei der Kaderpolitik, beim Problem mit dem Kader. Ich meine, heute war ja auch bezeichnend, 10 Minuten vor Schluss wurde der 4. Wechsel getätigt, Real Madrid liegt 1-2 hinten, ja, aber kein weiterer Spieler macht sich warm, also keiner wurde zum Aufwärmen geschickt und wir wissen ja, heute saß noch jemand auf der Bank, der heute 33 Jahre alt geworden ist, 32 Eden Hazard, der da eben auch gar keinen Faktor mehr spielt, überhaupt kein Vertrauen genießt, von dem her ist da auch schnell das Thema mit dem Kader, wenn Benzema und Vinicius schon nicht treffen, wer soll es dann richten? Und wenn dann auch Asensio die letzte Chance da vergibt, Rodrigo da das leere Tor so halten, nicht trifft, auch wenn er eher zurücklegen wollte, dann kommt da viel zusammen, dass man dann sagen muss, das war heute auch unglücklich, aber auch verdient. Hat Benzema gespielt? Ja, hat er, wenn auch nicht gut, Elfmeter gemacht, aber naja, das war's. Olivier, wo ist er? Man hat auf der Bank in der Offensive nur Rodrigo, der wirklich brauchbar ist. Ja, das ist ja traurig. Genau, Serkan, das ist so Thema Kader. Asensio kann man auch nochmal bringen, aber wirklich gut ist er auch nicht. Oh, hier, José Luis Morales macht noch Fotos da. Da steht er mit dem hellgrünen Oberteil, sag ich mal. Auch nicht schlecht, dass man sowas hier hat, wenn die Spieler da einfach noch rauslaufen nach einem Spiel. Törse. Heute mal kein Traumtor von uns. Ich hatte ja schon Angst, dass Dani Parejo mal wieder einen aushaut, nachdem der schon diesen Volley hatte nach 10 Minuten oder so. Hatte ich schon das Gefühl, oh, das gibt heute ein Parejo. Im Barty Darso war es von ihm, aber zumindest kein Golasse von ihm mehr. Die stehen da einfach so, ja, wie gesagt, Dani Parejo ist eben neben mir rausgelaufen, habe mich schon gewundert, was ist hier los? Hier ist auch noch ein Morales da. Zeigt doch auch hier, wir sind hier in wirklich einem kleinen Städtchen, 50.000 Einwohner. Ja, und da scheint das irgendwie noch zu gehen. Geh mal zu Morales und sag, komm zu Real Madrid. Ich glaube nicht, den wollen wir da nicht. Die stehen da. Asensio muss man sehr loben, dass dann eine echt findest du? Ja gut, da bleibt halt natürlich diese vergebene Chance nach der Großecke. An sich hat natürlich auch ein Asensio, Lucas Vazquez hat auch guten Biss auf den Platz gebracht, gemeinsam mit Camavinga auch. Aber es war dann trotzdem oft so ein bisschen abwarten, was macht der Ballführende. Sprich, Camavinga hat den Ball, der geht jetzt hier einfach so lang. Und irgendwie, was ist hier los mit dir? Ja. Also es war oft so ein bisschen die Situation, der den Ball hat, war die ärmste Sau, weil dann doch ein bisschen zu wenig Bewegung vorne war. Alle gucken dann auf Camavinga, na, was machst du jetzt? Und irgendwie hat dann vorne auch wieder ein bisschen das Thema Bewegung. Einfach mal, ja, die Linien auseinanderreißen, diese berühmten Räume suchen. Auch von Valverde mir heute gefehlt. Ja, ich hasse Parejo so sehr. Ja, aber... ist so ein bisschen wie andere, glaube ich, Sergio Ramos gehasst haben. Man muss schon seine Klasse anerkennen, ist ein ekliger Gegenspieler. Aber ja, wirklich ist jetzt auch nicht
ist jetzt auch kein Arturo Vidal oder so, sagen wir es mal so. Wie fandest du Tchouaméni heute? Na, da bleibt mir nur eigentlich der Chip auf die Vinicius und dann die 100%ige von Benzema, die dann irgendwie zum Elfmeter geführt hat. In Erinnerung ansonsten auch, es war zu viel Platz, zu viel Loch im Mittelfeld, sprich irgendwie konnte einfach Villarreal im Mittelfeld machen, was sie wollten. Hat mir auch oft lange der Zugriff von Toni Kroos gefehlt, der dann irgendwann noch ein bisschen besser wurde, sich ins Spiel reingesteigert hat, seine 3 Keypässe oder so hatte, aber Tchouaméni heute hat ein bisschen so die Kontrolle verloren, hat ein bisschen ja auch nicht ganz gewusst, wo er stehen soll, zu viele Gelbe um ihn rum, war ein bisschen desorientiert heute gefühlt. Valverde heute auch nicht anwesend, ja genau, also am Ende ehrte, glaube ich, diese Vorlage auf Rodrigos 100%ige, aber das war es dann auch. Kann man auch wenig loben. Auch da eben das Thema heute, wenn du schon, ja, Real hat auch sensationell verteidigt, aber auch da hätte man vielleicht was auseinanderreißen können, was versuchen können mit seinem tiefen laufenden Tempolauf. Sollte nicht sein. Ancelotti hat da auch gemeint, das war heute einfach ein Fail von der Mannschaft. Ich hatte ihn gefragt wegen Eder Militao, der heute als Rechtsverteidiger lange gespielt hat. Und da war eben die Entscheidung an sich war erstmal, weil Lucas Vazquez ein bisschen müde war von der Copa del Rey. Und Militao hat das gut gemacht bei Brasilien, so hat es Ancelotti gemacht. Ancelotti meinte aber auch, er hat offensiv ein gutes Spiel gemacht. Wow, also ich kann mich an 2 Hereingaben erinnern, die waren katastrophal. Eine landet im Seitenaus und die anderen auch nur so, nein. Defensiv war, wie gesagt, hat Villarreal da oft auf diese Schwachstelle draufgehauen mit Rüdiger und Militao, die es noch nicht so 100%ig verstehen und da eben ja, oft durchgespielt haben. Nils, mit welchem Verkehrsmittel bist du nach Villarreal gefahren? Heute bin ich mit Auto gefahren, mit einem Bekannten, mit Manolo aus Valencia, beziehungsweise aus Castellón eigentlich. Und die suche ich jetzt schon mal langsam, aber da ich jetzt Olivier hier nicht gefunden habe, gehe ich langsam mal zurück zum Parkplatz. Dann seht ihr hier noch ein bisschen mehr vom Madrigal, vom Estadio de la Ceramica. Wurde umgebaut, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Riesenerlebnis gewesen, eben weil doch schon modern. Oben ist eine Photovoltaikanlage, die haben ein neues Dach drauf, sie haben neue, moderne Sitze. Auch für der Pressebereich war sehr lobenswert, es gab gratis Wasser, super WLAN. Das ist alles nicht selbstverständlich, einen eigenen Pressezugang zu haben. Genügend Steckdosen, das habe ich schon ganz anders erlebt, bei Rayo, auch im Camp Nou und aktuell im Bernabéu auf der Baustelle ist das WLAN auch sehr überschaubar. Naja, und eben alles in Gelb, das mag ich einfach auch, wenn ein Stadion so eine richtig eigene Optik hat und nicht einfach nur so ein Betontempel ist oder so eine Betonschale, wie, was weiß ich, das Wanda Metropolitano oder so. Weil wer da als Rechtsverteidiger und Rodrigo vorne? Nein, ich glaube, Valverde macht schon viel. Als Rechtsverteidiger wäre es noch wilder, weil er auch nicht unbedingt so der Mega-Ordnungshalter ist. Du brauchst schon einen, der auch ein bisschen auf Abseits spielen kann, ein bisschen die Viererkette hält, sich da das auch einfach gelernt hat. Das ist, glaube ich, als Abwehrspieler schwieriger oder musst du mehr berücksichtigen, auf mehr achten, vorsichtiger sein, als wenn du vorne oder Mittelfeld spielst, wo du auch ein bisschen wilder spielen kannst. Naja, ich habe mir übrigens auch schon Fragen von Daniel notiert. Der hat mir vorab schon welche geschrieben. Einige von euch schreiben wohl Daniel schon vorab privat. So, das ist ja Cheating hier. Die schalten dann gar nicht ein, wollen dann wahrscheinlich von Daniel wissen, ab welcher Minute sie sich das auf YouTube anschauen sollen. Vorab die Fragen. Naja, das machen wir gleich noch. Ich habe eben noch ein bisschen Noten, aber auch das heute wie immer schwierig, weil im Stadion MPP wäre einfach, ja, weil er der beste Spieler der Welt ist. Und heute, ich war essen mit einigen Madridistas. Da ist es auch klar. Es ist 50-50, von wegen die einen sagen, ja, er ist der Beste und eigentlich muss man und die anderen sagen, nein. So geht man nicht mit Real Madrid um und das darf man nicht machen. Da muss Real Madrid groß genug sein, dass man da drüber steht und das irgendwie anders löst. Und dann sich halt ein Haaland oder so, der jetzt auch kein Blinder ist oder so. Unsere Backup-Außenverteidiger sind keine Außenverteidiger, Leute. Ja, ja. Alaba dann links noch verteidigt, Militao heute mal Rüdiger, war glaube ich auch in den allerersten Minuten sogar. Aber naja, wir können ja auch nicht immer gewinnen und speziell hier, also schon die letzten 6 Mal hat Real Madrid hier nicht mehr gewonnen. 5 Unentschieden gab es zuletzt, jetzt die erste Niederlage. Hätte man doch ein paar haben es ja dann doch getippt, irgendwie auf Patzer oder so, aber ich dachte zumindest, dass man irgendwie eine Mannschaft von dem Quique Setién im Jahr 2023 schlagen kann. Nö, der hat nicht Ancelotti ausgecoacht, der hat einfach für viel mehr Feuer in der Mannschaft gesorgt und ja. Ja, Real war einfach besser. Kannst du in den nächsten Podcast das La Ceramica so bewerten wie in der Sonderfolge? Ach so, mit den Rankings meinst du? Ja, schau ich mal, dass ich das auch noch hinkriege. Ja, why not? Gute Idee. Ich hoffe, ich merke mir das nur. Und da das Ceramica auch noch so in diesen 4 Punkten, 4 Kategorien jeweils
0 bis 10 Punkte zu vergeben. Wer soll die 300 Millionen plus Gehalt für ihn zahlen, damit er wieder per WhatsApp absagt? Ja. Punkt. Auch ich hätte Ancelotti heute ausgecoacht. Ja, wie gesagt, es war viel Intensität, viel Wille, viel Feuer. Natürlich auch, die feiern immer noch, dass sie hier wieder zurück sind. Haben ja schon bei ihrem ersten Spiel zurück im Stadion eine Remontada gegen Valencia hingelegt. 2-1, das ist ja ein Derby hier. Und jetzt auch noch den Meister geschlagen, Real Madrid. Ja, klar, dass sie hier ausrasten aktuell. Und mal gucken, wie lange das noch geht. Jetzt ist ja direkt auch Copa del Rey. Geht es ja das nächste Spiel, also nach der Supercopa dann um den 17. 18. Januar. Mal sehen, wie das wird. Da vorne kommt schon langsam der Parkplatz. Ich würde momentan selbst den Ferran Torres als Backup nehmen. So verzweifelt bin ich. Ja, ne? Ja, irgendwas an Gefahr vorne brauchst natürlich mehr oder mehr Optionen. Ja. UE Olivier. Keine Ahnung, naja. Wie sagst du zu den Elfmeter? Ja, gutes Thema, genau. Was sagt ihr dazu? Also der Real Madrid-Elfmeter, das war insofern kurios, dass das eigentliche Handspiel, glaube ich, gar keiner auf dem Schirm hatte. Ich glaube, Vinicius hat ja auch mehr protestiert von wegen des Schusses, was dann auf der Linie mehr oder weniger abgewehrt wurde. Und da war es halt wieder wie zuletzt gegen Valladolid von wegen. Erst trifft der Ball irgendwo ein Bein und dann geht er klar in die Hand. Aber es ist halt wieder das Thema Deflection. Ob man jetzt das gut findet oder nicht, aber die Regel ist eben so, von dem wegen war das schon mal dann laut Regel kein Handspiel. Und dann das zweite, ja, dass du als Verteidiger ein bisschen die Bewegung hast und dir deinen Gegenspieler, den Stürmer, immer noch ein bisschen zurückziehst, ist was irgendwo Normales. Trotzdem gehört da die Hand nicht hin und auch das ist dann nach Regel ein Elfmeter. Also das ging dann wiederum in Ordnung für mich, auch wenn es natürlich nicht mehr viel an der Ballbewegung verändert hat oder dass der Ball dann woanders hingesprungen ist, geschweige denn, dass Vinicius das überhaupt mitbekommen hat. Also es war dann wirklich nur, Vinicius meckert wegen, hey, da war doch ein Handspiel, guckt sich das an, denkt sich da nicht, ach, guck mal da war da doch noch was. Ja, das ist dann das hat dann das große Geschmäckle, aber ging so in Ordnung, finde ich. Der Elfer von Real darf es nicht geben, jetzt echt, also von den Regeln her schon, ob man das pfeifen muss. Nee, muss man nicht pfeifen, aber von den Regeln her ist es so. Und das, dann sind wir auch schon beim Alaba, Elfmeter außerdem. Voigt geht mit der Hand zum Ball. Irgendwie. Ja, ich glaube, er geht nicht zum Ball. Er will halt Vinicius noch ein bisschen dran ziehen, wie das bei Verteidigern ganz normal irgendwo ist. Dass dann der Ball da drauf fällt, ja, ist unglücklich, keine Absicht, aber auch ein bisschen fahrlässig. Ich hätte es jetzt auch nicht gegeben, aber es ist ja von der Regelkunde so ein Handelfmeter. Und dann beim Alaba ist es auch schwierig. Ist das jetzt Stützhand? Ich denke, in dem Moment, wo Alaba sich abstützt und die Hand, der Arm fest am Boden ist und er sich gerade so hält, um nicht hinzufallen, ist es die Stützhand. Aber er hat ja schon wieder, er war ja gar nicht richtig am Boden, war ja schon wieder so gerade am Straucheln und zieht den Arm schon wieder zurück. Und dann kommt der Ball da dran, so als hätte es Voigt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf angelegt, den Ball so hingestibitzt. Also ist das vielleicht, wenn man es ganz streng nimmt, keine Stützhand. Und dann, ja, ist es einfach auch sehr unglücklich. Wenn natürlich keine Absicht, aber auch der Ball wäre ja irgendwo durchgegangen. Von dem her kann man auch das verstehen, dass es gepfiffen wird. Also muss man nicht pfeifen als Fußballfan, dass das kein Handspiel ist. Aber von der Regelkunde her geht das eben auch in Ordnung. Alaba war unglücklich, schreibt Piki, aber die Regeln sind halt die Regeln, ja. Und die Regeln muss man nicht immer verstehen. Heute gab es eben so zwei komische Dinge, aber ja. Da sind halt die Regeln leider so. Alaba stützt sich ab und Voigt schießt drauf. Ja, wie gesagt, richtig abstützen war es halt nicht mehr. Oder war es nur ganz kurz. In dem Moment, wo er dann schon wieder hochkommen wollte, hatte eine Armbewegung drin. Da war Bewegung im Arm. Und da geht der Ball dann dran. Ist es halt vielleicht keine Stützhand mehr. So rede ich mir das zurecht oder richtig oder schön. Naja. Also von dem her gehen beide regeltechnisch in Ordnung. Auch wenn man als Fußballfan das vielleicht anders sieht, weil das kann doch eigentlich kein Hand sein, weil keine Absicht und so weiter. Naja, ich schaue mal, was wir notenmäßig haben. Ich habe es mir notiert. Da, wie immer der Hinweis, ich im Stadion kriege natürlich nur die Hälfte mit. Und auch da, der einzige Kritikpunkt am Ceramica ist vielleicht von wegen, man sitzt da oben und man sieht direkt runter auf fast die Seitenlinie schon. Sprich, es ist so steil, dass du von den ersten 5 Metern des Spielfelds gar nichts mitbekommst. Gut, man sieht da noch einiges anderes, aber man sieht einfach nie alles, auch wenn da ein großer Bildschirm gehangen ist. Wo ist denn das Foto, was ich dazu gemacht habe? Dann sind wir gleich bei der Not. Alle Feldspieler kriegen maximal eine 4.
Alle Feldspieler ist eigentlich ein ganz guter Call. Jetzt muss ich gerade gucken. Ein paar haben. Der beste Feldspieler hat eine 5,5. Da noch eine 5. Ja, okay, es gibt ein paar mit 5 oder 5,5. Mal gucken, was mir da alles noch so einfällt, jetzt auch ohne Notizen. Ja, Thibaut, der beste wie immer, genau, der kriegt eine 8, weil er hatte seine 2, 3 richtig schwierigen Paraden, die hat er gemacht. Stark von ihm. Ist dann auch schon fertig, glaube ich, die Causa. Militao, ja, Ancelotti hat gesagt, er hat das heute gut gemacht, auch offensiv. Naja, offensiv ging das so. Wie gesagt, da gab es so diese zwei Hereingaben, die deutlich am Ziel vorbeigingen, deutlich schlecht waren auch. Trotzdem aber defensiv hat er sich gefangen und war dann auch als Innenverteidiger wichtig, speziell auch in der Schlussphase, den letzten 10, 15 Minuten, einer, der noch am meisten die Mannschaft so ein bisschen zusammengerüttelt hat, noch ein bisschen versucht hat, vorne zu pressen, auch war teilweise der Einzige. Deswegen habe ich Militao noch eine 5 gegeben, hier kommt eine 4,5 vom Hassan. Ja. Findest du nicht, dass man über den Emotionen stehen muss und im Fall MBP? Ja, aber eigentlich nein, langes Thema. Also Militao habe ich eine 5 gegeben, Militao musste einmal auf Benzema rüberspielen, das wäre das Tor gewesen. War das die Hereingabe, die schiefgegangen ist? Ja. Militao 5. Rüdiger habe ich eine 4 gegeben. Es gab einmal die Szene, wo Chukwueze, glaube ich, durch ist. Da konnte er Chukwueze nicht aufhalten. Danach hat irgendwer anders geschossen, aber da war ein bisschen zu langsam nicht richtig dran. Es war auch beim Gegentor die Situation. Rüdiger musste sich entscheiden, geht er auf den Ballführenden oder bleibt er irgendwie, schirmt er ein bisschen auf Jeremy Pino, sein Gegenspieler, ab, hat sich entschieden. Damit ein bisschen verzockt, aber da war natürlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Trotzdem da ein bisschen, wer weiß, wie das anders ausgegangen wäre, hätte. Ich habe Rüdiger nur eine 4 gegeben, bin dann bei David Alaba, dem habe ich eine 5,5 gegeben. Ja, Elfmeter verschuldet, aber natürlich sehr unglücklicher Elfmeter. Ich fand trotzdem noch einer, der vielleicht noch am sichersten hinten war, der noch am wenigsten für irgendwie keine Fehler gemacht hat, haben auch sonst wenige. Aber was ich hier und da einiges geklärt, ein bisschen versucht für Ordnung zu sorgen, vorne mit eingebunden als Linksverteidiger. Deswegen ist bei mir im Alaba noch eine 5,5. Hier schreibt Hassan Rüdiger, kann einem leid tun, wurde sofort geprüft, wie das Mittelfeld, weil das Mittelfeld unsichtbar war. Ja, und wie gesagt, Villarreal gnadenlos immer drauf eingestochen. Also da war auch wenig über die rechte Seite, kam auch mal vor, aber was Militao und Rüdiger anfangs aushalten mussten, war schon auch hart. Also Alaba eine 5,5 und dann Mondi. Schon ein schwaches Spiel gemacht und dann natürlich katastrophalen Fehlpass geliefert zum zweiten Gegentor. War es das? Oder egal. Eine 3 für Mondi. Wir kommen hier. Mittelgrün ist hier gefolgt. Ja, danke. Grüß dich. Luka Modric. Ich fand, er hatte 2 sehr geile Pässe nach vorne. Chancen eingeleert. Oh, hier kommen sogar 2 für Mondi. Ja, fällt mir jetzt auch nicht viel gegen ein, weil das Gegentor verschuldet, das Entscheidende, könnte man auch eine 2 geben. Also Luka Modric, fand ich, hatte 2 sehr geile Pässe vorne, ansonsten aber auch sehr wenig. Also ich glaube, er hat jetzt keinen erfolgreichen Zweikampf bestritten und da war es einfach heute zu wenig. Deswegen habe ich da noch eine 4,5 gegeben für eben hier und da noch 2, 3 elegante Aktionen. Wurde auch unter Beifall mit teilweise stehenden Ovationen aus dem Stadion bei seiner Auswechslung verabschiedet. Aber auch noch zu wenig, also da eine 4,5. Tchouaméni habe ich eine 5 gegeben, weil ihn so ein bisschen dieser halbe Assist zum Elfmeter rettet. Das war ein feiner Chip-Pass da auf Vinicius, was ja sonst auch ein Tor gewesen wäre, wenn Benzema dann getroffen hätte. Also es hätte dann ein Pre-Assist sein können. Also da habe ich Tchouaméni noch eine 5 gegeben. Kommt da auch, glaube ich, ganz gut weg, weil, wie gesagt, ein bisschen oder stark ist ihm das Spiel aus der... Hatte nie so richtig den Zugriff. Er war auch oft alleine im Mittelfeld, da war ein großes Loch. Ich vermisse Casemiro, schreibt Piki. Ja, darf man darüber schon wieder reden? Kann passieren, er ist noch jung und fehlt bestimmt immer noch ein bisschen das Thema Einspielen. Toni Kroos sagt ja auch, ohne Casemiro muss er da öfter mal ein bisschen defensiver denken, was sich einpendeln wird. Mal sehen. Toni Kroos habe ich dagegen eine 5,5 gegeben. Auch er hatte 2, 3 sehr schwache Szenen zu Beginn, dass er auch mal, ich glaube, wer hat ihn abgekocht? War das Voigt oder war Parejo, egal, wo er auch eben einmal so nicht richtig zum Kopfball hochgeht, wo dann eine Chance entstanden ist, wo dann auch einmal, ich glaube, Baena ihm davongelaufen ist. Alles so in den ersten 20 Minuten, wo man sagen muss, boah, der ist auch ein bisschen überfordert, waren alle teilweise mit dem Druck von Villarreal, aber Toni Kroos da eben schwach gestartet, aber trotzdem am Ende noch Ruhe bewahrt, einige Chancen eingeladen. Ich glaube, 3 Keypässe waren dabei, natürlich die meisten Kontakte bei Real Madrid, also er war nicht unsichtbar. Hat mehr gemacht, glaube ich, als ein Valverde auch. Deswegen da noch eine 5,5 für Toni Kroos. Fede Valverde. Da eben hat mir heute einiges gefehlt an seinen berühmten Tiefenläufen, dass er da ein bisschen Villarreal auch mal zum Wackeln bringt. Das war irgendwie... Man hat gedacht, da kommt eine frische Mannschaft. Valverde ja nur 45 Minuten in der Copa gespielt, aber irgendwie hat mir da einiges gefehlt. Und ja, deswegen nur eine 4 für Valverde.
Benzema bleibt noch übrig mit auch einer 4,5. Hat mit einem Bit gecheert. Oh, Kanatasoy, 7. Cheers, danke dir. Benzema habe ich noch eine 4,5 gegeben. Es war eigentlich ein schwaches Spiel. Unter anderem, weil er natürlich diese 100%ige vergeben hat, die dann zum Elfmeter noch geführt hat. Aber den Elfmeter hat er gemacht. Das rettet ihn ein bisschen auf eine 4,5. Es gab diese eine Kontersituation im ersten Durchgang, wo er sich entscheidet, statt auf den freien Vinicius zu legen, in der 2 gegen 1 Situation an Albiol vorbeizulaufen. Der kocht ihn dann ganz gut ab und nimmt ihn den Ball ab. Also da Benzema sich hier und da öfter mal falsch entschieden. 4,5 gibt es da eben nur, weil er das Tor gemacht hat. Ich war mir beim Elfer so sicher, dass er den verschießen würde. Ja, mittlerweile kriegt man immer ein bisschen Bammel, wenn Karim Benzema anläuft, aber gut. Und dann bleibt noch Vinicius, habe ich eine 5 gegeben. Eigentlich hat er wieder einiges verballert, auch mal eine sehr klare Torgelegenheit. Er war auch wieder öfter mit anderen Dingen beschäftigt als mit dem Spiel. War ein bisschen, wie gesagt, das Mindgame gegen Parejo hat er verloren. Da war er ständig immer noch einen mitgegeben und irgendwie nochmal hier einen Schubser. Da war er wieder ein bisschen, nicht immer voll konzentriert, aber hat er trotzdem mit am meisten versucht zu kreieren und war sehr auffällig und gefährlich und Freud hat auch sehr gut gegen ihn verteidigt. Also, ja, war ich ein bisschen hin und her gerissen, wie ich Vinicius bewerte. Am Ende habe ich ihm eine 5 gegeben, hier eine 6,5 von Hassan. Ist mir fast schon eigentlich zu gut, bei einer Niederlage, wo er, wie gesagt, auch einiges verballert hat. Also ich dachte noch an was noch Schlechteres, aber ja, wen soll man heute überhaupt loben, außer vielleicht ein Courtois. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also Vinicius eben heute nur eine 5, damit ist er aber noch, gehört er nicht zu den schlechtesten Spielern. Wir brauchen einen vernünftigen Rechtsverteidiger, ja. Ancelotti... Wechsel haben eigentlich ein bisschen was bewirkt. Lukas Vázquez ein bisschen mehr Biss gezeigt. Kammerwinger natürlich, Asensio, ja, okay, war auch nicht schlecht. Aber die Mannschaft halt scheinbar schlecht, nicht genug, gut genug eingestellt. Obwohl sie frisch war, obwohl viele ausgeruht waren, hat da einiges an Intensität gefehlt. War man nicht immer auf der Höhe vom Gegner. War viel zu viel Platz im Mittelfeld für den Gegner. Auch die Schwachstelle Militao Rüdiger wurde erkannt. Hier kommt eine 2,5, ich habe ihm eine 3 gegeben. Also das ist so. Das kommt ja in etwa hin. Das passt soweit. Und ja, jetzt warte ich noch ein bisschen, ob ihr Olivier und Co. langsam erkennen. Oh, vielleicht gehen wir mal zum Parkplatz. Muss ich mal hier in meinem WhatsApp gucken, ob er da schon geschrieben hat. Aber wo bist du, fragt er. Ja, am Parkplatz. Wie schreibe ich dir das jetzt? Wie kann ich Olivier das schreiben? Geht das hier parallel zum Stream? Ich hoffe, der kackt jetzt nicht ab. Parking. Oh ja, das geht so. Parkplatz. So, okay. Wird Zeit, wenigstens Tobias Spielzeit zu geben. Ah, der ist jetzt auch noch nicht so, wo ich sage, der muss auf jeden Fall mal spielen. Arribas, ja. Alle anderen sind gut und auch wenigstens Tobias irgendwo ist gut, aber auch nicht so, dass man sagen kann, der wird uns sofort weiterhelfen. Hakimi wäre natürlich die optimale Lösung, gar keine Frage. Da muss man sich aber noch ein, zwei Jahre gedulden. Also muss man da einfach schauen, wie man das gelöst bekommt. Das ist eine Baustelle. Und ob man da, egal, links, rechts, Cancelo, Davies, das sind alles Gerüchte, wo sehr wenig dran ist. Ich glaube, so akut ist die Baustelle Perez und Co. nicht bewusst. Was hältst du von Mondi, ehrlich mal? Ja, wie ich es schon sagte, nach Marcelo und Roberto Carlos war es klar, dass wir da keinen neuen Offensivzauberer haben werden. Das ist auch hinter Vinicius gar nicht möglich, weil dann hast du noch mehr Löcher hinten. Er hält oft die Linie, er ist oft die Garantie für die wenigen Niederlagen. Heute war er mal entscheidend. Er hat schon öfter mal seine Lapsusse, dass er irgendwie einen Querpass durch die eigene Mitte macht. Das war auch heute der Fall. Trotzdem aber überwiegt das noch lange nicht seine Stärken, eben seine Ordnung, seine Ruhe, dass er eben auch eine gewisse Physis und Geschwindigkeit mitbringt, Konterabsicherung. Für mich ist Mondi trotzdem sehr wichtig. Aber natürlich nicht unverzichtbar. Also, ob wir jetzt reden, dass ich hoffe einfach, dass ein Fran Garcia mal sein Backup wird oder so. Hala Madrid! No! Villarreal! Ah, Oino! Ach ja, ich bin ja in Villarreal. Naja, welche Offensivstar wünschst du dir im Sommer? Haaland, aber das ist schwierig. Und dann rechts außen, aber ob das dann Gnabry wird, Salah, das sind immer so, das ist so Fußballmanager-Spiel. Mir fehlt da noch ein bisschen der Plan, es muss was passieren, weil ich auch sage, ein Asensio kann man schon auch abgeben oder kann man auch den Vertrag auslaufen lassen und alles andere habe ich noch nicht den Plan für, weil du musst dich um die Größten bemühen, das sind Haaland und Mbappé, aber den einen dürfen wir eigentlich nicht mehr. Aber wer weiß, was da in Zukunft passieren wird. Ich habe noch ein paar Fragen von Daniel eben weitergeleitet bekommen. Danke dafür. Franco fragt, ob Real gegen Villarreal in der Copa Gas geben wird mit bestmöglicher Startelf oder ob man dort wieder im Schongang antreten wird. Ah,
Also wenn ein Gegner so heute antritt, ist das schon mal nicht so einfach zu matchen. Kann man matchen, ja, wenn man die Spieler selbst heiß macht. Aber in der Copa del Rey die heiß zu machen, das wird, glaube ich, schwierig. Ich hätte lieber eine Niederlage in der Copa genommen als heute, weil heute die 3 Punkte können dir mehr wehtun. Auf die Copa del Rey ist speziell in dieser engen Saison mit der vielen Belastung geschissen. Trotzdem aber wird ja trotzdem, glaube ich, eine Top 11 spielen und vielleicht nicht mal mehr Lunin im Tor sein, sondern ja, dass man da mit Selbstvertrauen vielleicht auch von der Supercopa zurückkehrt. Aber es riecht schon wieder nach dem, was wir heute natürlich erlebt haben und jetzt 6 Spiele hier in Villarreal nicht mehr gewonnen, riecht das schon mal stark nach aus. Was nicht schlimm wäre, es ist nur die Copa del Rey. Aber natürlich muss Real Madrid den Anspruch haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Die Angst ist ja eigentlich größer gegen kleinere Teams. Heute hat er einfach nur Villarreal für neue Angst gesorgt, ist irgendwie der neue Angstgegner. Ja, es bleibt einfach noch dieser Eindruck, was ich heute auch im Stadion erlebt habe, dass da Villarreal richtig schwer zu schlagen ist. Ganz offensichtlich, die jetzt wieder gut drauf sind, nachdem sie unter Setien schlecht gestartet sind. Mal schauen, wie das dann, ob es am 17., 18. Januar ist, steht ja, glaube ich, noch nicht fest. Marlow fragt, wieso Teams wie Villarreal gegen Real immer die Spiele ihres Lebens machen, gegen Barca immer auf die Mütze bekommen. Das gibt es ja auch auf der anderen Seite. Also klar hat Villarreal die letzten, ich glaube jetzt 22 Spiele nicht mehr gewonnen gegen Real Madrid. Olivier kommt. Aber das geht auch auf der anderen Seite. Ich glaube, für Barca ist Celta Vigo der Angstgegner. Gegen die haben wir dafür eine ziemlich gute Bilanz. Also ich habe die Bar nicht gefunden. Ich habe die Bar nicht gefunden. Du warst vorne dran vorbeigegangen. Ich war da an der... Du warst vorne dran. Du hast uns gesehen? Wo war er drin? Ich habe gedacht, du machst die Bestrauß. Wo war er drin? Ich habe den Namen nicht mehr gewusst, nur mal reingeguckt, aber keinen Sinn. Scheiße. Du warst vorne dran? 2-3 Mal bist du vorbei? Und habe gedacht, hey, bin ich doch falsch und dann gehe ich zum Parkplatz. Ja, scheiße. Ich mache noch schnell die Fragen, dann sind wir schon am Ende. Also wie gesagt, ich glaube auch Real hat so diese Gegner, die eben gegen Barca oft auf die Mütze bekommen, bei uns dann irgendwie ganz anders sind. Aber ja, wenn wir jetzt speziell an Villarreal denken, das ist schon krass, dass sie öfter mal 4 Gegentore von Barca bekommen und das teilweise ohne Widerstand. Und heute jetzt, waren ja auch im Bernabeu schon einige enge Nummern, 0-0 und so weiter. Ah, tranquilo, okay. Trocha fragt, ob Militao zukünftig öfter als Rechtsverteidiger auflaufen wird. Das war heute eine Notlösung mehr oder weniger. Ich habe es an Schlotti gefragt, von wegen Lucas Vazquez war ein bisschen müde nach der Copa, Carvajal angeschlagen und weil eben noch dieser Eindruck von der WM ist, wo es, so an Schlotti hat es gesagt, hat es mit Brasilien gut gemacht hat, wo ich zustimme, offensichtlich natürlich überschaubar, weil er einfach Brasilien auch aktuell Spieler hat, die eher defensiv erstmal denken und planen und nicht mehr immer mit Dani Alves, Marcelo alles in Grund und Boden spielen. Militao heute eine Notlösung mehr oder weniger, das wird dann eher andere Lösungen geben, wie, ja, man hätte ja auch noch einen Otto Diosola, aber gut, der hat ja heute auch gefehlt, also wird da eher die vierte Wahl bleiben, Militao. Michi fragt, ob es nach Ancelotti wieder zur Zidane-Rückkehr kommen wird. Irgendwann ja, Zidane wird irgendwann zurückkehren, das sage ich hier schon die ganze Zeit, es wird zu einer dritten Amtszeit kommen. Ob das jetzt 23, 24, 25, 26, 27, 28 der Fall ist, der Mann ist ja immer noch so gesehen jung als Trainer. Das mal sehen, aber es wird irgendwann passieren. Ich dachte jetzt schon auch, dass Deschamps den Hut nimmt und dann Zizou da erstmal geparkt wird bei Frankreich, aber mal sehen, der wird irgendwann zurückkehren, aber ich glaube nicht der nächste nach Ancelotti sein. Und letzte Frage von Vani fragt, ob im Sommer endlich mal ein Backup für Benzema verpflichtet wird. Ja, muss ja. Marianos Vertrag läuft ja aus und dann muss natürlich was kommen. Ich habe gestern Cavani gesehen in Valencia, der wäre schon ein ziemlich gutes Match gewesen. Ist dann auch wieder ein Jahr älter. Es braucht halt keinen Jungen wie ein Jovic, der immer spielen will, der dann motiviert ist und rumbockt, wenn er nicht spielt. Es muss halt doch irgendwie was über 30 sein, ob das dann Cavani, ein Checo ist. Falcao auch mittlerweile vielleicht ein bisschen drüber. Der einfach noch, wenn nichts geht in der 80. Minute, den du einwechselst, der dir auch ein Flankenabnehmer ist, der im Strafraum sein Unwesen treibt und auch unangenehm für die Gegenspieler ist. Abgezockt, cool im Kopf. Sowas hätte Cavani sein können, aber gut. Aufstellung gegen Valencia. Ja, 11. Januar Supercopa. Auch wenn die Uhrzeit, glaube ich, immer noch nicht offiziell vom Verband bekannt gegeben wird, aber es wird wohl 20 Uhr sein. Courtois am Tor natürlich. Carvajal sollte zurückkehren, auch wenn er mittlerweile aktuell nur individuell auf dem Platz trainiert. Also Carvajal mit Militao und Alaba und Mondi. Also ähnlich wie heute. Ancelotti hat ja auch vor dem Spiel heute gesagt, von wegen, es wären so die üblichen Spielen. Heißt dann auch im Mittelfeld Modric, Tchouaméni, Kroos und auch vorne Valverde, Benzema, Vinicius Val, Rodrigo hat Joker-Qualitäten, mehr als andere vielleicht. Und ja, es ist halt die eingespielteste Elf, auch wenn man davon heute nicht so viel gesehen hat. Das wäre so meine Elf. Was glaubt ihr, Supercopa?
Valencia wird motiviert sein, aber ist so schwach. Ich war erschrocken oder irgendwie, mich hat es fast belustigt, wie die so überhaupt nicht zu Chancen gekommen sind gegen Cadiz. Cadiz hatte nur 25% Ballbesitz und nur seine 2-3 Abschlüsse, davon das frühe Tor gemacht. Dann wird es natürlich schwer gegen die, aber das waren ja teilweise nur verzweifelte Fernschüsse von Valencia und dann einfach keine Kontakte im Strafraum, kein Hinterlauf mal, keine Ideen, keine Tiefenläufe, nichts, wo man mal gemerkt hat, oh, jetzt wackelt Cadiz. Also muss man eigentlich keine Angst haben, das muss, will ich sagen, was Deutliches werden, aber da muss Real Madrid mal wieder was zeigen. Hier geht's um was, hier sind wir motiviert, wir haben einen Titel in Reichweite, deswegen da mal wieder, zumindest mit 2 Toren Unterschied, weil diese Abwehr von Valencia mit Diakabi und Schömert in der Innenverteidigung, wow, die sind schon auch ziemlich wackelig und Schömert eh oft auch drüber und trifft eher Gegenspieler als den Ball, von dem her, die muss man schlagen. Ob dann Betis, Barça im Finale leichter sind, die werden extra motiviert sein. Ist dann eine andere Nummer, aber dieses Valencia aktuell ist mehr als schlagbar. Also ich glaube, wenn der Trainer nicht Gattuso wäre, den ja Peter Lim extra installiert hat, wäre da schon längst was passiert. Aber Peter Lim hat eben großes Vertrauen in Gattuso, ihn extra geholt. Und deswegen könnte das, sein drittletztes Spiel sein. Ich glaube, dann trifft ja Valencia, kommt doch dann noch ins Bernabéu oder so. Naja, 2-0 Real von Serkan, ja. Gehe ich mit. Ich glaube, ich sage aber eher 3-1. Denkst du, wir verteidigen den Titel? Gab es noch nicht in der reformierten Version. Deswegen glaube ich, ist irgendwie mein Gefühl, nee, die Jungs sind nicht so motiviert auf die Supercoppa. Andererseits tippe ich jetzt auf Halbfinalsieg und Real Madrid spielt ja keine Finals, das gewinnt sie. Widerspricht sich ein bisschen. Ja, wir verteidigen das Ding, aber ist nicht so klar wie letztes Jahr, weil eben Betis, glaube ich, auch sehr motiviert ist und gut drauf ist und Barca irgendwie auch. Mal schauen. Der nächste La Liga spielt es gegen Bilbao auswärts. Ja, das ja. Wird lustig im San Mamés. Aber gut, wann reist man nach Riad? Ich schätze, gute Frage. Wird es am 10. erst sein? Eher am 9. glaube ich, schon zur Akklimatisierung und dann am 10. schon die Ruhe haben. Keine Ahnung, ist alles, wie gesagt, nicht. Der Verband hat noch nicht mal eine Uhrzeit bekannt gegeben. Es wird 20 Uhr sein, weil Real Madrid das mittlerweile schon schreibt, aber ist wie immer ein bisschen alles kurzfristig, chaotisch, spanisch. Aber ja, habt ihr das auch gehört. Wie? 37 Minuten, das ist ja mal eine Turbo-dritte Halbzeit. Dann sind wir nämlich jetzt auch schon am Ende. Real Madrid gewinnt Finals, aber nicht auswärts gegen Villarreal. Ja, sehr gern. Damit kann ich leben. Lieber so als andersrum. Lieber Finals gewinnen als gegen Villarreal. Das war heute doof, hat genervt. Aber man kann, man kann gegen Villarreal nicht verlieren, man kann gegen Villarreal Punkte lassen, unentschieden spielen. Niederlage heute tut weh, weil es die Mannschaft einfach an Intensität gefehlt hat. Trotzdem, noch sind wir punktgleich Tabellenführer mit Barca, die müssen auch erstmal gegen Atletico gewinnen. Meine Prognose ist, was tippt ihr gegen Atletico? Ich habe, glaube ich, 2-1 getippt für Barca. Weil auch ohne Alba, auch ohne Lewandowski, glaube ich, wird Atletico nicht so motiviert sein. Atletico ist sehr launisch, auch wenn Griezmann und Felix gut aus der zurückgekehrt sind von der WM, glaube ich, wird Barca das trotzdem irgendwie richten. Und auch wenn sie die letzten beiden Male sogar mit Metropolitano verloren haben. Supercoppa in Saudi-Arabien während der Saison, es wird alles für die Fans getan. Ja, alles für die Fans und fürs Geld vielleicht auch ein bisschen. Ja. Real Madrid gewinnt Finals, aber nicht, hat man schon. Ja, 1-1 kommt da der Tipp. Ist alles möglich natürlich, aber wie gesagt, ich glaube, Atletico wird nicht so motiviert sein wie heute Villarreal, wird auch nicht so motiviert sein wie in einem Derby. Mal schauen. Manolo lässt das Auto weiterlaufen und dann sind wir hier. 2-1 tippt jemand für Atletico, okay. Doch so viele optimistisch, weil Lewandowski fehlt, tippt Piggy 1-1. Ich glaube, die Mannschaft wird das auffangen, die Mannschaft ist gut mittlerweile, vor allem defensiv halt. Also dann geht es vielleicht 0-0 aus am Ende, aber so viel wird Atletico, glaube ich, nicht riskieren. Von dem her machen wir uns nicht so viel Hoffnung für morgen. Dann gibt es vielleicht wieder einen 3-Punkte-Abstand. Dann ist es halt so. Wieso schmeißt Atletico Simeone den Antitrainer nicht? Weil Simeone viel zu viel Macht hat, das Sagen hat, das unendliche Vertrauen von Cerezo. Bevor Cerezo Simeone rausschmeißt, geht er selbst. Also wenn die beiden sind, wahrscheinlich nur selbst gehbar, kündbar. Der hat da eine ganz eigene Fürweise und hat ja auch so ein Cunha ein bisschen angedeutet von wegen, es gibt da einen, der so vor vielen Jahren Erfolg hatte und irgendwie macht, was er will und das auch machen kann, weil keiner ihn hinterfragt, weil er nur so Ja-Sager um sich rum hat und Simeone ist da einfach, ja, die Gewaltenteilung, alles über ihn und da ein bisschen so der Diktator. Gut, Leute, trotzdem hat Spaß gemacht, dritte Halbzeit war vielleicht ein bisschen besser als die ersten beiden, auch wenn natürlich als Fußballspiel war es doch ganz nett anzusehen. Naja, mach's gut, schönen Abend noch. Ich fahre jetzt mal zurück nach Valencia und dann mal schauen, was wir die Tage noch so sehen. Auf eine gute Supercoppa.
wer hat das gesagt? Das hat Mateusz Kunja gesagt bei seinem Abschied auf Instagram, einen Post so ein bisschen angedeutet, egal. Hala Madrid, hasta la próxima, ciao.